Die Ebene von Gellomir, die beschaulichere Schwester der Unebene von Gellomir. Ich hab mal meine Schwester auf einem Jahrmarkt verloren. Die Wurfbude war getürkt, ich sag's dir. Da, Kobolde, die unverhohlen Geklautes verkaufen. Vielleicht ist ein Schnäppchen dabei. Hinter dem verschlossenen Tor jenseits des Zauberwalles liegt das Meer. Romantisch, nicht? Der Zauberwald. Für einen solchen braucht man ein sehr spezifisches Mikroklima und lehmigen Boden. Gut. Denk dran, wir suchen die Waldhexe. Halt Ausschau nach alter Hippie-Tussi, die Bäume umarmt oder sowas. Dieser Geruch! Duftkerzen und Linsen. Das muss das Hexenlager sein. Sei gegrüßt, Sir Daniel Fortescue. Du hast die Hexe des Waldes beschworen, aber es überrascht dich, dass ich deinen Namen kenne. Ich besitze Macht. Ich rede mit den Baumgeistern. Ich sehe die Aura der Menschen. Ich sehe ihre Seele. Ich sehe das Etikett hinten in deiner Rüstung. Doch halt, ich habe eine Vision. Du suchst eine geheimnisvolle Dame, die Farbtherapie für Einäugige durchführt und dich die Bedeutung der ledernen Liebe lehrt. Okay, okay, du suchst das Schattendämonengefängnis. Das wusste ich. Ich sehe alles. Doch ein Zauber verbirgt das Gefängnis, Sir Fortescue. Verzage nicht, ich kann den Zauber bannen. Doch zuerst musst du etwas für mich tun. In dieser Gegend wächst ein Pilz. Ein Schwarm Waldlandfeen baut ihn an und bewacht ihn. Ich brauche 4 Stücke dieses Pilzes für einen Trank. Für meine Schwester, die Kürbishexe. Bring mir den Pilz, Sir Fortescue. Dann sollst du das Gefängnis finden. Dieses Zaubernetz, du Clown. Diese Feenviecher sind schneller, als sie aussehen. Thank you.
Ich bin die schnellste Fee der Welt. So schnell kannst du gar nicht gucken. Schnapp ihn dir. Du, was? Einem Zivilisten meine Pilze geben? Tu mir einen Gefallen. Vergiss es, du Kröter. Such dir selbst einen. Oh, hab ich eine Angst. Ich mach mir gleich in die Hose. Wenn du was von mir willst, musst du mich erstmal fangen, Herzchen. Komm schon, nimm den Finger raus. Hey Kumpel, jetzt zu deinem Netz. Darf ich mal? Na los, du nimmst den Pilz und rennst und ich jage dich.
Hey, Kumpel, hast dich verirrt? Was sollst du? Dir meine Pilze geben? Du machst Witze, oder? Hey, hey, hat Kev dich angestiftet? Wow, ein Zaubernetz. Der Kerl ist gut ausgerüstet. Ich hau ab. Schon den blöden Pilz und sag Kev, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, knipse ich ihm sein Feenlicht aus. Ich will mit dir reden! Flatterleicher! Bist du der dreiste Kerl, der hier nach Pilzen rumschnüffelt? Ich geb dir gleich ja und, denn ich bin jetzt hier der Boss! Veräpple mich ja nicht, sonst bist du Hackfleisch, du Schädel auf zwei Beinen! War doch nur Spaß. Und jetzt hau ab, solange ich noch gute Laune habe. Du befindest dich im Feengebiet. Wir sind echt cool. Wir surren und sausen, brummen und brausen, kaufen und verkaufen ein paar Pilzchen. Wir sind Rohdiamanten, doch wir lieben unsere Mütter. Was führt dich zu uns? Du suchst Pilze, ja?
Dann bist du hier genau richtig, altes Haus. Ich habe welche bei mir. Mach uns ein an. Du willst Pilze? Umsonst? Oh, du gehst mal besser, Kumpel, sonst kriegst du was aufs Ohr. Verdammt, ein Zaubernetz! Nichts wie weg! Schon gut, du hast's geschafft. Nimm deinen Pilz und zieh Leine. Aber nimm dich in Acht. Ich habe Beziehungen. Meine Schwester kennt die Zahnfee. Fortescue, mein guter Ritter. Ich wusste, du würdest mir das modrige Gewächs bringen. Endlich kann ich den Trank brauen. Wozu der ist, fragst du? Das ist ein äußerst mächtiger medizinischer Saft. Ein Zauberheilmittel für meine Schwester, für ihren Kopf. Ja, genau. Sie leidet an Migräne, krummer Rücken. Und jetzt geh. Fortan steht dir das Schattendämonengefängnis offen. Mein modriger Freund? Das mag ich nicht. Mach schnell mit den Waffen dann, sonst sind wir Gulasch. Thank you.
Oh, Bruder, ich nehme alles zurück, was ich über deinen kleinen Kopf gesagt habe. Du hast es geschafft. Dieses Stück des Anubissteins ist wie ein Opferstock. Wir müssen nur zugreifen. Freie Bahn! Thank you.
Herr Sarok, Sir, das Schloss von Gelomir liegt dort, gleich voraus. Ah, das Schloss, Heim so vieler Könige, letztes Relikt einer edleren Zeit. Ich habe lange von diesem Moment geträumt. Oh Gott, welch primitive Einrichtung. Ei! Eine hübsche Festung. Sie gehört euch. Zuerst noch ein paar Veränderungen. Eröffne das Feuer, Kapitän. Leg die Mauern in Schutt und den Schutt in Asche. Aber Sir, das Schloss steht auf einem ruhenden Vulkan. Wäre das nicht ein wenig riskant? Kapitän... Da magst du recht haben. Ah, verstehe. Ruhe! Willkommen in der Halle der Helden. Ich war mal in der Halle der Neten. Ziemlich öde. Aber wenigstens veralbert einen da nicht dauernd jemand. Ah, seht her allesamt, der gewöhnliche kleine Fortescue. Schon so schnell zurück? Wie sagt man, ein falscher 50er, oui. Waffenmäßig bist du eher kärglich ausgestattet. Doch keine Sorge, denn ich, der große Rabenhuf, habe Mitleid mit dir und gebe dir diesen unglaublichen feurigen Langbogen. Perfekt zum Flambieren von Kirschen und Crème Brûlée. Natürlich. Wir gekrönten Häupter Europas sind bekannt für Geschmack, Manieren und Sprungvermögen. Wir verschenken gern Dinge, weil wir uns das leisten können. Geh nun, dein Aufzug beleidigt mein Auge und dein Atem stinkt nach Erde.